Ja, herzlich willkommen auf der Bühne 1 bei der Vosges 2022. Jetzt wird Pirmin Kalberer, Softwareentwickler von der Firma SourcePool, der auch schon viele Vorträge hier auf der Vosges gehalten hat, zum Thema Cloud-optimierte Geoformate uns etwas erzählen. Ich bin gespannt. Pirmin, es kann losgehen. Ja, danke schön, Astrid. Titel hast du bereits gesagt, es geht hier um verschiedene weitere Formate, bisschen unter einem anderen Aspekt. Zu meiner Person, ich arbeite für SourcePool. Wir sind in Zürich stationiert, sind im Bereich WebGIS tätig, Cookies Web Client 2 oder auch im Bereich Desktop-GIS, Cookies-Entwicklung, Cookies-Server und bieten da Maintenance Support an und sind auch Beitragende zu weiteren Open-Source-OSGEO-Projekten. Zum Thema, es geht hier jetzt um Zugriffe auf Geoformate über das Web und was ist überhaupt das Problem? Gerade so Satellitenbilder, also Rasterbilder können sehr groß sein und wenn ich die übers Netzwerk laden will, wird das viel langsamer sein als von lokaler Risk. Und so der klassische Ansatz, ich mache einen Download fürs File und schaue es mir dann an und verarbeite es, wird immer schwieriger aufrechtzuerhalten, weil die Daten immer größer werden und immer mehr werden. Deshalb ist das Ziel, dass ich da Formate habe, die ich direkt über HTTP, übers Netz effizient verarbeiten kann. Jetzt gibt es verschiedene Lösungen dazu. Eine bereits bewährte Lösung ist das Kreieren von Teilcaches. Das heißt, ich teile diese Daten in Kacheln auf, also jetzt Rasterbilder zum Beispiel, funktioniert sehr gut, bewährt. Also es gibt WMTS-Standard, ist lange im Einsatz und funktioniert. Nachteil davon ist, ich habe einen hohen Speicherplatzbedarf. Das heißt, ich muss alle Daten quasi nochmals produzieren und noch für verschiedene Zoom-Levels. Das ist auch recht aufwendig, kann viel Zeit in Anspruch nehmen. Auch ich kriege auch ein bisschen Probleme, zum Beispiel mit Labeling an den Teilgrenzen. Also es hat seine Grenzen, diese Lösung, aber ist sicher eine bewährte Lösung. Der andere Ansatz ist, ich arbeite am Dateiformat selbst. Und das heißt, das Wichtigste ist eigentlich, dass die Datei so aufgebaut ist, dass ich sequenziell lesen kann oder in Chunk sagt man auch, dass ich halt nicht immer hin und her springen muss. Das geht lokal sehr schnell, aber übers Web halt eben nicht schnell. Es gibt sogar einen externen Befehl dazu, das heißt diesen HTTP Range Request, den gibt es schon lange, da kann ich Bereiche aus einer Datei abfragen. Also hier, ich habe ein Beispiel dabei, auf der Folie, hier frage ich die ersten 1024 Bytes von einem TIFF ab und das kann ich mit seinem Request machen, mit diesem Range Header, den ich damit schicke. Das heißt, HTTP kann sehr gut damit umgehen. Jetzt muss einfach das Dateiformat das auch entsprechend unterstützen, dass eben mit solchen Range-Abfragen effizient gearbeitet werden kann. Und dann darf sich das Format Cloud-Optimized nennen. Bei den Rasterdaten ist man da am weitesten, weil GeoTIFF hat schon sehr gute Voraussetzungen. Es hat intern Kacheln, ist also bereits gut sortiert, unterstützt auch Overviews, das ist bereits drin. Das heißt, man musste gar nicht viel machen, um ein Cloud-Optimized GeoTIFF Format noch zu erzeugen. Man hat die Metadaten ein bisschen angepasst, die sortiert, dass man auch effizient Metadaten lesen kann und auch eben bei der Kachelreihenfolge sich Mühe gegeben, dass die sinnvoll geordnet sind, halt auf die typischen Abfrageszenarien. Der Standard ist etabliert, also und die Benutzung auch gibt viele Tools, um die Schreiben und zu lesen. Hier die Erzeugung. GEDAL ist der klassische Tool. Ich kann ein TIFF nehmen oder auch ein anderes Bild und daraus ein GeoTIFF machen. Seit 3.1 ist es sogar ein spezielles Format, das dann gerade die entsprechenden Parameter setzt. Auch das Lesen wird gut unterstützt von allen wichtigen Servern. Es gibt auch jetzt eine spezielle URL noch für Server, die es nicht direkt unterstützen. Wenn ich eine GEDAL Data Source habe, dann kann ich dieses VSI Curl angeben zuerst und dann verhält sich das wie ein lokales File
und GEDAL übernimmt die Übersetzung auf HTTP-Requests. Für die Darstellung im Browser, also direkter Zugriff aus dem Browser heraus, gibt es GeoDiff.js und auch für Leaflet gibt es ein Plugin, das Georaster Layerful Leaflet Plugin. Habe hier einige Links aufgelistet. Ich zeige nur ganz kurz eine Anwendung mit GeoDiff.js. Ich habe hier diesen Cog Explorer und da kann ich eine URL von einem Cloud-Optimized GeoDiff eingeben, die liegt auf Amazon. Diff und kann hier laden. Das hat jetzt gar nicht funktioniert, habe ich zu lange laufen lassen. Es war das hier. Und dann springt er an das Ort, wo das Bild liegt. Und das heißt, jetzt hier ist ohne weitere Software im Browser wird direkt dieses GeoTIFF aufgerufen und über die Hintergrundkarte gelegt. Und ich kann hier relativ effizient reinzoomen, pannen, ohne dass irgendeine spezielle Software, also ein WMS-Server oder irgendwas im Hintergrund hier etwas machen muss. Das ist sehr praktisch. Das heißt, für Raster ist das eigentlich soweit, sich das etabliert. Jetzt für Vektordaten gibt es noch nicht so eine etablierte Lösung, weil da ist es auch nicht so einfach mit den Voraussetzungen. Wenn man so die bestehenden Vektorformate anschaut, GeoJSON, GML, die sind prinzipiell eigentlich gar nicht geeignet dafür. Das sind gute Austauschformate, aber also speziell GML, aber nicht geeignet für den effizienten Zugriff übers Web. GeoPackage ist ja auch ein interessantes Format, aber es ist explizit für Diskblock.io optimiert und übers Web ist der Zugriff hinzukriegen, aber ist nicht so effizient. Also ist auch nicht wirklich geeignet. Dann gibt es noch die guten alten JPEGs, die sind tatsächlich gar nicht schlecht geeignet, aber sind dann doch zu limitiert und zu kompliziert, um die als modernen Standard zu benutzen. Und deshalb hat hier ein dänischer Entwickler ein neues Format entworfen, das nennt sich Flat GeoBuff, hat einige Spezialitäten. Also es ist ein File, da ist alles drin, da sind die Metadaten drin, da ist ein Index drin. Dieser Index ist sehr optimiert, das ist ein Hilbert R3. Ich erzähle noch was darüber dann. Die Vektordaten sind ebenfalls sortiert und das Ganze basiert auf einem Standardformat Flat Buffers. Das ist eine schemabasierte Sprache von Google. Die ist portabel und hat so Eigenschaften wie Verification drin. Und die wichtigste Eigenschaft ist, es braucht kein Decoding. Also ich kann zugreifen und kann einen Bereich lesen und muss den nicht noch entpacken oder dekodieren, sondern ich kann den direkt verwenden. Das Ganze ist unter flatgeobuff.org, ist so die Einstiegsseite. Es werden sehr viele Sprachen unterstützt. Ich zeige jetzt gar noch, wie dieser Hilbert Tree, was der genau macht. Das ist die Hilbert-Kurve, eine raumfüllende Kurve, eine Space-Filling-Curve. Die wurde von einem deutschen Mathematiker, von David Hilbert, entdeckt, 1891. Und die ist heute noch eigentlich sehr wichtig. Das ist eine Kurve oder eine Funktion, die den Raum sehr gut ausnutzt. Und jetzt, wie kann man das anwenden? Ich habe jetzt hier einen Datensatz, einen Beispieldatensatz mit vielen kleinen Parzellen. Den habe ich in hier praktisch in PostGIS gehabt, aber eben das ist jetzt was, das dann in Flat GeoBuff gemacht wird. Und jetzt wollte ich herausfinden, wie ist die Reihenfolge dieser Parzellen auf der Platte und habe eine Funktion gemacht, die immer das Zentroid einer Teilfläche mit dem nächsten Zentroid verbindet. Und habe mir das dargestellt in QGIS und das sah so aus. Das sieht jetzt ganz schlimm aus und daran sieht man, dass offensichtlich mein Datensatz ganz klar nicht geometrisch sortiert war. Wahrscheinlich nach irgendeinem Index, also ID oder so, keine Ahnung. Auf alle Fälle, wenn ich jetzt das mit einer Hilbert-Funktion sortiere,
dann sieht das ganz anders aus. Also die gleiche Linienfunktion zeigt dann das. Und hier sieht man, dass räumlich nahe Parzellen eben auch nahe gespeichert sind auf der Disk. Und das erlaubt dann diese Effizienz, wenn ich zum Beispiel eine Bounding-Box-Abfrage mache, dass ich gute Chancen habe, mit weniger Abfragen gerade den Bereich zu erwischen, den ich darstellen will. Das wird bei Flat GeoBuff standardmäßig gemacht. Aber der GIS-Anwender fragt sich, ja, kann ich das nicht auch mit PostGIS machen? Und die Antwort ist ja, natürlich. Einfach gewusst wie. Man kann mit Cluster eine Tabelle physikalisch sortieren auf der Platte. Dazu macht man zuerst einen Index. Und ich habe jetzt hier ein Beispiel gemacht, also ich kann einen Index kreieren. Und der sortiert dann nach dem Zentroid von der Geometrie. Und die, wenn ich ein Order by Geometry mache, das wissen vielleicht nicht alle, dann wird genau diese Hilbert-Kurve angewendet für die Sortierung nach der Geometrie. Das heißt, immer wenn ich Order by Geometry oder diesen Index nach Geometrie mache, dann habe ich diese Hilbert-Sortierung. Und wenn ich dann meine Tabelle clustere mit diesem Index, kriege ich diese stark optimierte Reihenfolge auf der Platte. Und das kann tatsächlich zu Faktoren in der Verbesserung in der Performance führen, wenn die Disk-Zugriffe relevant sind oder bestimmend sind. Wie kann ich so Flat GeoBuff-Files erzeugen? Ebenfalls mit GDAL, also OGR to OGR hat seit 3.1 Flat GeoBuff-Unterstützung. Das heißt, ich kann einen JSON nehmen und FGB schreiben. Anwendungen unterstützen das schon recht gut. OpenLayers kann das direkt lesen, Leaflet kann es lesen. GeoServer hat sogar ein WFS-Output-Format. Das heißt, ich kann ihren WFS machen und der liefert Flat GeoBuff aus, was dann viel effizienter im Lesen ist als JSON. Und auch QGIS hat Unterstützung dank GDAL. Und viele Programmiersprachen werden unterstützt von dieser Flat GeoBuff, wo es bereits Libraries gibt. Aber auch hier eine kleine Demo, wo ich das zeigen will im Browser. Das ist eines der OpenLayers. Oder es ist OpenLayers, das dahinter ist. Nein, ich habe jetzt Leaflet, aber dasselbe gibt es bei OpenLayers. Und man sieht jetzt hier diese eingefärbten Blocks. Das ist ein 12 GB Flat GeoBuff-File, das per HTTP hier geladen wird. Und immer wenn ich penne, dann wird von diesem Remote Flat GeoBuff-File der entsprechende Ausschnitt geladen. Und an dem Mouse-Over-Effekt an sieht man, dass es wirklich lokal vorhanden ist, die Geometrie. Und auch die Geschwindigkeit ist wirklich sehr gut, weil eben natürlich nicht die ganzen 12 GB geladen werden, sondern immer nur über den Index der entsprechende Ausschnitt geladen wird. Das heißt, hier ist kein Server im Hintergrund, es ist einfach ein Webserver, der dieses File ausliefert. Das jetzt zu den Vektorgeometrien. Dann gibt es eine weitere Klasse von Cloud-Optimized-Formaten, die man anschauen kann. Und zwar sind in den letzten Jahren spaltenorientierte Speicherformate aufgekommen. Parquet ist ein bekanntes Format, ORC-RC-File, ein bisschen älter. Und da laufen Diskussionen, wie man Geometrien hier speichern will in diesen Formaten. Bei GeoPandas läuft eine Diskussion, aber auch bei OGC selbst. Vielleicht noch zur Spaltenorientierung. Wir als GIS-Leute sind uns gewohnt, so mit relationalen Datenbanken, dass wir Records kriegen. Das heißt, die Daten sind zeilenorientiert. Und bei Spaltenorientierung ist es eben umgekehrt. Das heißt, ich kann sehr schnelle Operationen über einzelne Spalten machen, was für gewisse Anwendungen sehr wichtig ist. Und eben Geodaten gibt es natürlich auch in dem Bereich. Dann ein weiteres Format, das gute Optimierung hat für Cloud-Gebrauch, ist SAR.
Da geht es um n-dimensionale Arrays, also das sind zum Beispiel Klimadaten, Wetterdaten, Satellitendaten auch, die sehr viele Dimensionen haben. Das geht dann zum Teil eben nicht mehr gut. Wir haben da die klassischen Rasterformate, NetCDF, HDF, und dieses ZAR will eigentlich diese Formate ersetzen für den Cloud-Zugriff oder für den direkten HTTP-Zugriff. Dann gibt es noch eine dritte Klasse oder einen dritten Ansatz. Es gibt so Formate, wenn ich mit der GPU verarbeiten will, und da gibt es ein Projekt CU Spatial von NVIDIA, das hier auch Geo-Formate unterstützt. Also hier ist einiges im Tun, aber gibt jetzt auch noch nicht eine klare Tendenz, was da rauskommt. Ein weiterer Bereich von Geodaten sind Kacheln, aber nicht einzelne Kacheln, sondern wenn ich ein Archiv haben will. Das ist einerseits, wenn ich zum Beispiel offline arbeiten will, dann ist es unpraktisch, wenn ich eine Million Kacheln habe und die muss ich dann irgendwie auf mein Mobilgerät bringen. Da ist es viel praktischer, wenn ich ein File habe, und das hat man eigentlich bisher mit MB-Tiles oder SQLite oder GeoPackage gelöst. Aber das ist, wie gesagt, für direkten HTTP-Zugriff nicht gut geeignet. Und deshalb gibt es jetzt auch Vorschläge für solche Kachel-Archivformate, wo eine File-Struktur so aufgebaut ist, dass man über HTTP aus einem File einzelne Kacheln herauslesen kann. Dieses PM-Tiles macht einen sehr guten Eindruck, kann Raster- und Vektorkacheln speichern und ist, wie gesagt, optimiert für HTTP-Range-Requests. Es gibt aber auch weitere Ansätze. Tilebase heißt einer, und dann gibt es ein Cloud-Optimized TAR, also das klassische TAR-Archiv mit einigen Metadaten, die es für solche Kacheln nutzbar macht. COTAR ist das Kürzel dazu. Dann die letzte Kategorie, die ich hier aufzähle, das sind Point-Cloud-Daten. Da hat man bisher auch eigentlich mit vielen Files gearbeitet. Entwine Point Tile EPT ist ein sehr gutes Format. Das ist, kriegt man JSON-Metadaten und die verweisen dann auf einzelne Last-Zip-Files. Last-Zip von Martin Isenburg definiert, das ist diese offene Spezifikation für komprimierte Cloud, Point-Cloud-Daten. Martin Isenburg, der leider letztes Jahr gestorben ist. Und dieses Format hat man jetzt zu einem COPC gemacht, also Cloud-Optimized Point-Cloud, indem man das ein bisschen umorganisiert hat. Man nimmt die Metadaten, die bisher im JSON drin standen, in diese Last-Zip-Header rein. Und somit kann man sie in ein großes Last-Zip-File nehmen oder man kann weiterhin auch mehrere draus machen. Die Spezifikation wurde so Ende letztes Jahres entworfen und ist jetzt schon eigentlich in Version 1.0 publiziert und gibt auch Demo-Viewer, der bereits sehr gut funktioniert. Wenn ich das zusammenfassen darf, für Raster, für Cloud-Optimized-Zugriff ist eigentlich das COCTIF COG bereits etabliert. Für Vektordaten ist FlatGeoBuff so der beste Kandidat. Bei den spaltenorientierten Daten ist noch vieles offen. Da wird noch spezifiziert. Für die NRA-Daten ist ZAR ein guter Kandidat, der sich jetzt auch wohl bewirbt als OGC Community Standard. Für die Kacheln gibt es auch mehrere Möglichkeiten, also diese Kachelarchive, PM-Tiles, habe ich gezeigt. Und für Point Clouds ist eigentlich dieses COPC das geeignete Format der Zukunft. Gut, ja, das wär's, mein Überblick über diese Formate, und dann bin ich gespannt auf die Fragen. Ja, herzlichen Dank, Pirmin, an dich für diesen unglaublich tollen Vortrag und den super Überblick über die cloud-optimierten Geoformate.
Wir haben sehr viel gelernt, denke ich. Applaus, Applaus auf der Bühne. Herzlichen Dank an dich auch nochmal für die Erinnerung an Martin Isenburg, der verstorben ist, der auch ein sehr, sehr aktives Mitglied unserer Community war und ja, uns sehr fehlt. Und jetzt schauen wir uns die Fragen an. Es gibt einige hier im Chat, die ich jetzt an dich richten möchte. Die erste, da geht es um Kosten. Mit welchen Kosten muss man bei einer Cloud-Lösung rechnen? Das kommt auf die Cloud an, sage ich jetzt mal, und auch die Geschwindigkeit, die man haben will. Also jetzt gerade Amazon hat ja eigentlich diese klassischen S3-Speicher populär gemacht, der relativ günstig ist, aber dafür halt auch nicht allzu schnell ist. Und da gibt es andere Provider, die das einfach ein bisschen günstiger anbieten, oder es gibt andere Möglichkeiten, vielleicht das auch noch ein bisschen schneller zu haben. Aber ein Betrag kann ich unmöglich nennen. Ich würde sagen, schon vergleichbar mit Kacheln, weil die Requests sind eigentlich sehr ähnlich. Ich hole mir auch Kachelausschnitte. Ich habe vielleicht weniger Daten, die ich speichern muss. Also ich würde sagen, es ist vergleichbar mit Kachelarchiven oder mit Kachel-Teilcaches. Okay, danke. Dann die nächste Frage. Reicht ein Apache-Server zum Bereitstellen von Flat Geobuff? Das ist so. Also es kann ein beliebiger Webserver sein. Apache-Webserver ist sehr gut geeignet. Das Einzige, was eigentlich noch gewünscht ist, ist, dass die richtigen Header ausgeliefert werden, also der richtige Content-Type. Das ist mit Apache-Server keine Sache. Mit anderen Servern muss ich da vielleicht noch etwas an den Einstellungen schrauben. Danke. Gibt es für Flat Geobuff auch eine Art von Overviews, also irgendwie generalisierte oder ausgedünnte Verkleinerungen? Das ist etwas, was fehlt. Es gibt tatsächlich vielleicht Anforderungen an Vektordaten, die jetzt hier nicht so abgedeckt werden. Und hier geht es dann schon Richtung Vektorteils eigentlich, wo dann eben generalisierte Daten für die Visualisierung ausgeliefert werden. Und Flat Geobuff ist eigentlich gemacht, um wirklich die voll aufgelösten Daten und sogar eigentlich editierbare Daten auszuliefern. Also was man heute machen muss, man muss quasi halt ein zweites Flat Geobuff erzeugen mit einem generalisierten Stand und dann halt je nach Layer wechseln, wenn man das heute erreichen will. Okay, dann gibt es noch eine letzte Frage. Welche Clients unterstützen Cloud Optimized Geotiffs oder... Ja, also da hast du vielleicht auch, bist du ja nachher noch drauf eingegangen, die kam ziemlich früh. Genau, eben das ist wirklich sehr breite Unterstützung, also Web-Clients, Desktop-Clients. Also, und das ist natürlich der Vorteil, weil es ein reguläres Geotiff ist. Alle Software, die Geotiff unterstützen, unterstützen automatisch Cog-Tiffs, je nachdem halt noch nicht so optimiert, wie dann wirklich spezialisierte Anwendungen, die den Index richtig auslesen. Ja, und wie siehst du denn die Bedeutung für die Zukunft dieser neuen Geoformate, also cloud-optimierten Geoformate? Also ich glaube, dass die wirklich kommen werden, dass die eigentlich zum Standard werden. Bei den Rastern ist es schon passiert und da ist es halt zwingend, weil eben die Rasterdatenmengen immer größer werden. Da geht irgendwie gar nicht mehr anders. Bei den Vektordaten ist es nicht zwingend nötig, aber ich glaube, man merkt doch, dass man eben viel auch schlankere Anwendungen machen kann. Man kann direkte Web-Anwendungen machen ohne spezifische Server. Und das heißt, ich muss dann nur noch die Dateien verteilt haben. Ich muss keinen Server, keine virtuelle Maschine oder Server mit einer Applikation dazwischen haben. Das ist schon eine Erleichterung und es macht die Anwendungen robuster, einfach in der Architektur. Also das hat wirklich einen Nutzen und nicht nur ein Passwort. Also ich glaube, das wird sich schon Schritt für Schritt dann etablieren. Okay. Ja, und vielleicht noch abschließend, wenn ich jetzt die Entwicklung vorantreiben möchte in dem Bereich, gibt es da irgendwelche Verbindungen, die sich da speziell mit beschäftigen, an die ich mich richten könnte und mein Geld loswerden könnte? Oder wie wäre da am besten, wenn ich da das voranbringen möchte, die Möglichkeit? Da fällt mir jetzt gar nichts, keine so gute Antwort aus, weil, also ich sage jetzt, eigentlich sind das recht aufgesplittete Communities, also es gibt einfach diese Flat Geobuff-Gruppe,
zu der ich ja offensichtlich auch gehöre. Ich mache den Rasttreiber, und wenn jetzt jemand sagt, ich muss das unbedingt jetzt eine bessere Go-Unterstützung haben, dann geht er halt auf diese Gruppe los. Aber jetzt eigentlich kann man sagen, dass das OGC von sich aus, also der Chris Holmes, da ein bisschen aktiv ist und das auch vorantreibt und koordiniert und mit den OG-Standards auch versucht zusammenzubringen. Also ich glaube jetzt, da passiert einiges auch über das OGC, über einige Personen, und sonst halt wirklich, wenn ich so ein Format haben will, dann muss ich zu den Leuten gehen, die dieses Format jetzt halt entwickeln und Software dazu machen. Mhm. Okay, ja, danke, Pirmin. Ja, herzlichen Dank nochmal an dich. Danke